Muss das jetzt direkt über mir sein? The administrator's rig changed location. You got it? I got it. I'll check the maintenance subdeck for Temple's Beacon. So. Security Level 3, wir haben's. Gibt's jetzt eigentlich noch eins oder war's das jetzt mit den Security Clearances? So ein bisschen das Gefühl, ich muss da irgendwas machen, weil die Tür irgendwie von einer Seite verschlossen ist. Ich glaube, da gibt's. Ah ja, okay. Das erklärt's natürlich. Bevor ich jetzt hier in den Raum nicht mehr reingehe und irgendwas vergesse. Oh, Plasma-Energie ist gut. Kommst du her? So, okay. Credits. Credits. Und Credits. Haben wir noch irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Nein, nur Credits, okay. Cool, 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 cool. Mit dem neuen Security Ding hier, mit der neuen Freigabe für Level 3, müsste ich auch einen neuen Suit kriegen, oder? Das hängt doch eigentlich zusammen. Oder auch nicht. Ah. Hätte ich jetzt gedacht, aber ist nicht so. Mein Gott, wir können jetzt vor Kohle ja kaum retten gerade. 80.000 Credits. Jetzt los. Bin etwas irritiert. Nein, ich möchte mich nicht beschweren, aber... Ich glaube, ich muss dann auch langsam mal irgendwann mit der Aufnahme zum Ende kommen, weil ich kann langsam nicht mehr sitzen. Und die Nekromorph-Verteiler, die freuen sich so, die springen regelrecht vor Freude. Ich speichere kurz, ja? So, und dann mache ich glaube ich auch Feierabend erstmal für heute. Ich hoffe mal, dass jetzt hier Ruhe ist. Ah. Das war wohl ein Nein. Ich habe ja hier... Noch einer? Okay, er nimmt erstmal alles. Außer Oxygen Tank. Was soll ich denn mit dem? Ich hab doch hier um die Ecke irgendwo. Moment mal. Einen Stasetank geparkt. Und wo ist hier einer? Ja. Stomp, stomp mache ich wieder. Einfach nur, um... Das ist nicht gut, wenn man irgendwas hier so krass im Weg hat. Security request. Was vergessen wir beim letzten Mal? Dallas hier. Security to the mining deck now. Dr. Kynes lost it. Get back! I know how to use this. He'll limp for the rest of his life if you don't give me codes to the cargo bank. This is processing. Why the hell would we have codes for cargo? I must get to the marker. We're running out of time. Give me those codes. Christ, is this what you did to the captain? No, no, Ben was an accident. Don't you dare compare me to someone like Mercer. I'm trying to save you. The marker's our only hope. No, let him go. He's armed. Where the fuck is security? Ich würde mal sagen, der Kain, der ist hier überall auf dem Schiff wahrscheinlich rumgelaufen und hat hier einige noch getroffen, bevor das hier total eskaliert ist. Und er möchte absolut nicht mit dem Captain verglichen werden, weil der Captain seiner Meinung nach nicht so unbedingt der beste Typ war. Hier hatten wir das mit dem Jacob Temple gesehen. Ach Gott, der ist aufgebrochen, um sich den Mercer zu holen, weil er jetzt denkt, dass der Mercer Hilfe braucht.
Bist noch beim letzten Mal, okay. Ist irgendwie ganz krass irgendwie, wenn man hier so durchläuft. Viele zerstörte Necromorpher liegen da nach wie vor rum. Das ist irgendwie ein bisschen... Es ist halt selten, dass Spiele sowas machen mittlerweile. So, jetzt müssen wir zu D. Oben ist ja, wo wir reingekommen sind. Gut, ich traue dem Ganzen nicht. Nach wie vor. Deswegen stelle ich mich hier wieder schön in die Ecke. Er sagt, dass wir diesen Blödsinn mit den Necromorphern nicht nochmal machen. Bin bereit. Okay, sie will nicht zugeben, dass sie was gesehen hat. Isaac hat sich auch gerade vor Schmerzen gekrümmt. Ich höre hier irgendwas. Oh. War das? Was habe ich da gerade gesehen? Nicht den anstecken. Infektor. Ist er noch? Nein. Okay, gut. Wir können es kurz sammeln. Ja, einiges verschossen. Aber da mussten wir jetzt panisch draufballern. Okay, warte mal ganz kurz. Ich geh mal hier lang. Vorreingelaufen. Wieder vorreingelaufen. Und wieder vorreingelaufen. Oh, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ist er tot? Sind sowas. Gut, wieder nichts mehr zum Heilen. So, da ist irgendwas. Noch ein Medipack. Das war mir jetzt aber lieber mit dem Guardian so. Ey, hast du da nichts ausgesprochen? Ich würde schon sagen. Bisschen spendabel musst du schon noch bleiben. No Power und No Power, das heißt... Ah, okay, der Tentakel hat sich da in der Tür verfangen.
Es lebt noch. Können wir das jetzt bitte lassen? Okay, wir wissen jetzt, dass es die Tentakel ist und bleiben jetzt mal ganz cool. So. Was haben wir denn hier? Storage 1, turn on. Wo ist Storage 1? Storage 1 da vorne. Für das Storage gibt es jetzt 3 Stück. Solche Penner. Ich meine, klar, es gibt hier noch irgendwas zum Einsammeln, aber es ist trotzdem Arsch auf dem Hof. Boah, mach die Tür doch mal auf, Mann. Himmel, ja. Brauch ewig, um die Tür zu öffnen. Hey, geh zu Storage rein. Wenn du bei Storage drin warst, dann kommen Gegner. Warte mal. Replace? Nee, Moment. Das. Turn off. Das heißt, das müsste jetzt an sein. Hier. Log retrieved. Oh. Record them. What difference does it make now? Terrence, I know the marker is responsible for the outbreak. I need to understand how. It's signal. When it pulses, that signal can trigger alterations in genetic code. Neural structure, even. You felt it, haven't you? But how do I stop it? Mercer must know. He's taken all his marker research up to his room on the crew deck and sealed... No, no. Sealed it? Do you know how? Please, I need Mercer's data. No, he'll kill you. I won't have more deaths on my conscience. Unitology was all I had after I lost Amelia. Look what it's come to. Terrence, listen. I mean, if it weren't for you, I never would have made it this far, because you made me stick with it. Well, just remember, I'm giving you up for 6 months so you can do this. You loved Amelia. As much as I love Isaac, but if I can't cure this outbreak, I'll never see him again. Please, help me. 39277. If you must get into Mercer's room, that code should still work. Thank you. Here. These are safer with you. Dr. Brennan. Nicole. The only thing Mercer ever feared was death. Now? I doubt he's afraid of anything. Gut, wir haben das Versteck von Dr. Kain gefunden. Und hier steht lauter Zeug an der Wand, zum Beispiel I must return the marker, she's right. Und Amelia mit Ausrufezeichen, fuck the church. The church wants to doom us all. Und er hat hier die Markersymbole hingekrakelt. Und don't believe the lies steht hier auch mit den Buchstaben, die auch den Markerrunen zugeordnet sind, weil jede Rune von dem Marker ist ja auch einem Buchstaben im Alphabet zugeordnet. Deswegen kann man das auch eigentlich lesen, was da steht. Und der hat sich hier versteckt die ganze Zeit und Nicole hat mit ihm geredet und hat versucht, irgendwie diesen Ausbruch von dem Marker zu verhindern. Weil der Marker ja natürlich jetzt hier für lauter Chaos gesorgt hat. Und das Ding ist halt, never should have brought it aboard, ja. Das Ding ist halt einfach, der Marker, der ist ja dann hier aufs Schiff gebracht worden und Nicole und der Kain haben es versucht zu verhindern. Der Kain hat natürlich Angst vor den Unitologen, weil er selber Teil von der Kirche war. Und er hat jetzt auch erklärt, wie das funktioniert. Der Marker hat so ein Signal, was er aussendet und das Signal vom Marker kann mit genetischem Code so ein bisschen Umwandlungen betreiben. Und wenn jetzt halt die Leute auf dem Schiff sterben oder getötet werden, sich selber umbringen, was auch immer, kann der Marker sie halt genetisch umändern mit seinem Signal und kann sie dann zu Nekromorphen machen. Das heißt, die werden vom Marker gesteuert. Thank you. For what? For just pushing me to do this. I
Actually, if it weren't for you, I never would have made it this far, because you made me stick with it. Well, just remember, I'm giving you up for 6 months, so you can do this. You know what? We must be getting out of range of the relay. I miss you, Nikki. Isaac? Nick? Can you hear me? Nicole? Go to play back as soon as I can, okay? Nicole? Isaac? Hey, can you hear me? Hello, Nikki? Great. Und das war jetzt ein, ich würde mal sagen, wie so ein kleines Easter Egg, weil das ist genau die Anfangsunterhaltung, die man in Dead Space 2 sieht. Da fängt das mit so einem Videolog zwischen den beiden an und da unterhalten sie sich darüber, dass die Nicole total dankbar ist dem Isaac, dass er sie überredet hat, auf der Ishimura anzufangen. Und ja, dass das nicht so gut geklappt hat, sehen wir jetzt ja hier. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum Isaac da mit Schuldgefühlen rumrennt, weil er hat halt die Nicole überredet und im Endeffekt hat sie dann auf dem Schiff... Nö. Bleibt mal da drin. Und hier geht's gar nicht weiter, oder? Das heißt, Storage 4 können wir gar nicht öffnen. Okay. Ja, hätte er sie nicht überredet, auf dem Schiff anzufangen, wäre es halt niemals dazu gekommen, dass sie jetzt hier ist während des Outbreaks. Also während des Ausbruchs. Ey, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. So, wir speichern den ganzen Kram mal hier. Weil speichern ist gut. Speichern ist genau das, was wir machen sollten die ganze Zeit. Und jetzt müssen wir gucken. Ja, hier müssen wir jetzt rüber, oder? Das gleiche wie mit dem, wo wir nachtanken mussten. Da mussten wir uns ja auch das hier holen zum rüberfahren. Oh Gott. Ah, ne, fürchterliches. Er bleibt da auf jeden Fall stehen, das ist gut. Aufheben. So. Darf mich jetzt nicht zu sehr ablenken lassen. Was ist hier noch? Ja, ich weiß, ich drehe mich gerade ein bisschen zu sehr im Kreis. Nein! Ach Gott, den hätte ich jetzt mitnehmen können. Habe ich jetzt leider zu verfrüht losgelassen. Isaac. Ah? Oh, Nicole. Hi. Kann man irgendwie mit dir reden? Oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Hi. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ich werde uns nach Hause bringen. Es ist ein SOS-Beacon hier. We can call for help. The beacon, right. They locked it in the workshop, but my clearance can get us in this way. Ich bin sofort bei dir. Ich muss nur mal ganz kurz noch was anderes abchecken.